Herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Webinar. Ich freue mich, heute die Frau Vanessa Schmidt-Rusnak begrüßen zu dürfen, Entschuldigung, von der Firma Qsoft, die uns heute ein wenig über mobile Auftragsbearbeitung und digitale Prozesse erzählen wird und vor allem, wie deren Software genau dort bei mittleren und großen Unternehmen angreifen kann und da ihnen weiterhelfen kann. Frau Schmidt-Rusnak, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist Ihre Zeit. Die Bühne gehört Ihnen. Viel Spaß. Vielen Dank. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen heute gerne unseren Beitrag zum Thema mobile Auftragsbearbeitung und digitale Prozesse darstellen. Ich habe eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Bitte nicht wundern, wenn Sie mich manchmal von der Seite sehen, weil meine Kamera denn doch nicht der Monitor ist, den ich jetzt verfolge. Von daher starte ich jetzt mal. Mein Name ist Vanessa Schmidt-Rusnak. Ich bin Produktmanagerin bei der Firma Qsoft. Ich bin bei der Firma Qsoft zuständig für die Weiterentwicklung unserer ERP-Software ACS Neo sowie für sämtliche Produkte zum Thema digitale Prozesse und Digitalisierung. Und ich bin auch zuständig für die Beratung und die Prozessabstimmung bei Unternehmen der Abfallwirtschaft. Insgesamt verfüge ich über 9 Jahre praktische Erfahrung bei einem Hamburger mittelständischen Entsorger und habe jetzt sozusagen die Seiten gewechselt und darf mich jetzt auch um die Software dahinter kümmern. Zum Thema mobile Auftragsbearbeitung und digitale Prozesse fragt man sich ja immer, worum geht es da eigentlich? Was ist eigentlich gemeint? Wir möchten Ihnen mit der Präsentation unsere Produkte zum Thema Digitalisierung vorstellen. Und das Ganze dreht sich im Großen und Ganzen um unser ERP-System ACS Neo. Wir haben hierfür weitere Produkte entwickelt, wie zum Beispiel unser Webportal, die EFA-App und das Werkstattportal, um Ihren digitalen Prozess rundum zu vervollständigen. Was ist ACS Neo? ACS Neo ist ein klassisches ERP-System. Wir können mit dem System sämtliche Prozesse abbilden. Wir haben Ihnen hier mal eine Darstellung gezeigt, welche Module wir insgesamt anbieten. Da sehen Sie auch alles rund um das Thema Tourenplanung, Sperrmüll, Containerdienst, zyklische Entsorgung, Identsystem, Faktura ist alles mit implementiert. Wir sind in der Lage, für unsere Kunden das System komplett auf die individuellen Bedürfnisse einzuspielen. Das heißt, sie nutzen am Ende nur die Module, die tatsächlich für ihre Tätigkeiten auch relevant sind. Aber wo beginnt eigentlich der digitale Prozess? Der digitale Prozess beginnt eigentlich in der Erfassung eines Auftrages im Webportal. Das kann natürlich auch sein, wenn Sie kein Webportal haben, dass der digitale Prozess bei Ihnen im System beginnt. Hier in diesem Fall ist es jetzt das Rundum-Sorglos-Paket, damit das Webportal. Ich zeige Ihnen das gerne einmal. Was ist im Webportal möglich? Wir haben die Möglichkeit, ein Webportal mit und ohne Login anzubieten. Ohne Login ist es ein ganz klassischer Aufruf von einem Entsorgungskalender. Ich habe die Möglichkeit, eine Adresse einzutragen, kann sehen, wann meine Behälter geleert werden. Und ich sehe vor allem auch ein eigenmännisches Kontaktformular, dass ich die Möglichkeit habe, einen Kontakt zu dem Entsorger herzustellen. Und ich habe auch die Möglichkeit, eine Bestellung vom Sperrmüll vorzunehmen. Der Bereich mit Login ist ein bisschen weiter umfasst. Da hat der Bürger die Möglichkeit, sein spezielles Objekt, sein Eigentum oder auch eine Verwaltung, die verwalteten Objekte einzusehen. Da gibt es einen ganz speziellen Entsorgungskalender, der speziell auf die vor Ort vorhandenen Behälter ausgeht. Wir haben da auch wieder die Möglichkeit, ein Kontaktformular speziell auf diese Behälter auch vorzunehmen und natürlich auch wieder das Thema Sperrmüll und weitere Funktionen nach dem individuellen Bedarf des Entsorgers. Wenn wir uns hier mal angucken, wir haben ein Beispiel mitgebracht. Hier ist es so, dass wir eine Reklamation im Webportal erfassen. Das heißt, ein klassisches Beispiel in der Entsorgung ist, der Behälter, der geleert werden sollte, wurde nicht geleert. Der Bürger möchte das nun klären, dass der Behälter zum Beispiel nachgeleert wird. Das heißt, der Bürger loggt sich in seinem Webportal an.
erfasst die Reklamation, wählt den Behälter aus, um den es geht, wählt das Objekt aus, um das es geht und hat noch die Möglichkeit, Kontaktdaten zu hinterlegen, sofern diese nicht bei Ihnen im System schon erfasst sind und kann auch nochmal ein Vermerk zum Sachverhalt schildern. In diesem Fall wurde ein Behälter für Leichtverpackung am 21.04. nicht geleert und mit Absendung der Abfrage oder der Anfrage erfolgt sozusagen der komplette Vorgang auch in unserem ERP-System, der ACS Neo, sodass der auch im Office bearbeitet werden kann. Das habe ich Ihnen jetzt auch mal mitgebracht. Wo werden also die Aufträge digital verarbeitet? Aufträge, die aus dem Web kommen, sind wir wieder in unserem Herzstück, der ACS Neo. Und dort sieht das Ganze so aus. Das nennt sich Vorgangsverwaltung. Der zuständige Sachbearbeiter wird im Kontakt hinterlegt, sodass der Mitarbeiter direkt einen Vorgang bekommt. Er ist informiert über den Behälter, er ist informiert über das Objekt, um das es geht und kann von hier aus die entsprechenden Folgeaufträge oder Folgeprozesse starten. Im Falle einer Reklamation ist es der Fall, dass der Mitarbeiter prüft, ob der Behälter nachgeleert werden soll. Hier in diesem Fall erstellen wir einen Zusatzauftrag für eine Nachleerung, das komplett über den Vorgang bearbeitet und auch der passenden Tour zugeordnet werden kann. Das bedeutet, wenn wir einen Zusatzauftrag erstellen, wo wird der denn bearbeitet? Klassischer Fall bei recht vielen Entsorgern heutzutage ist, dass es zum Beispiel in Papierform an die gewerblichen Mitarbeiter weitergegeben wird und die gewerblichen Mitarbeiter müssen dieses Papier bearbeiten und entsprechend an das Office zurückgeben. Wir haben auch hierfür eine Lösung geschaffen und zwar mit unserer EFA-App. Die EFA-App stellt alle Aufträge, ob es reguläre Aufträge oder Zusatzaufträge sind, digital für die Entsorgung dar. Was kann die EFA-App? Hatte ich eben schon erwähnt, die komplette Darstellung von Aufträgen. Es ist aber auch die Möglichkeit, oder es besteht auch die Möglichkeit, Probleme zu melden und inklusive Fotodokumentation. Das bedeutet, wenn ein Auftrag mal nicht bearbeitet werden kann, aus welchen Gründen auch immer, besteht die Möglichkeit für die gewerblichen Mitarbeiter, dies just in time an das Office zu melden, sodass auch hier wieder Folgeprozesse digital sofort bearbeitet werden können. Neben den ganz normalen klassischen Leerungen gibt es auch die Möglichkeit, eine Navigation durch die gesamte Tour oder zu einem besonderen Auftrag vorzunehmen. Die Telefonie ist mit angebunden und wir arbeiten sehr viel daran, dass bis zum Ende des Jahres auch weitere Produkte angebunden werden können, wie zum Beispiel unser Containerdienst, der gesamte Bereich Sperrmüll, der auch wiederum mit dem Webportal in Verbindung steht, die Anbindung vom Service inklusive RFID-Chip-Erkennung und das ganze Thema Live-Tracking. Ich habe Ihnen die EFA-App auch mal mitgebracht und würde gerne ein bisschen was dazu erklären. Die EFA-App hat die Möglichkeit, zum Beispiel wie in unserem Beispiel, die erfassten Reklamationen als Zusatzauftrag darzustellen. In unserem besonderen Fall sind Zusatzaufträge besonders markiert dargestellt, weil man sich auch einfach in die Lage der gewerblichen Mitarbeiter hineinversetzen muss. Man darf nicht vergessen, viele Aufträge umfassen deutlich mehr als 500 Behälter und da den Überblick zu bewahren, ist sicherlich nicht einfach. Durch eine farbliche Markierung sind wir in der Lage, die besonders wichtigen Aufträge oder die Aufträge, die nicht regulär dem V-Auftrag zugeordnet sind, zu markieren, sodass auch hier eine gewisse Sicherheit da ist, dass der Auftrag auch von den gewerblichen Mitarbeitern erkannt und durchgeführt wird. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht. In unserem Fall Hauptstraße 1a hat die Frau Schmidt-Russnack eine Reklamation gemeldet. Die wird nachgeleert, der Behälter, und zwar wird er hier rot markiert dargestellt. Die Mitarbeiter müssen sogenannte Zusatzaufträge auch bestätigen. Das ist normalerweise bei regelhaften Leerungen nicht der Fall, weil man nicht unbedingt eine Fahrzeugkolonne zumuten möchte, 500 Aufträge manuell zu bestätigen. Da gibt es Lösungen für, aber gewisse Aufträge, die eben nicht wiederkehrend und regelhaft sind, sollen und müssen von der Fahrzeugbesatzung aktiv bestätigt werden, weil dort auch oftmals vielleicht eine Faktura hintersteht bei einer Sonderleerung oder eben Dienste wie Sperrmüll oder Containerdienst auch mit einer verpflichtenden Leerung einhergehen. Bei Problemen auch hier kann die Fahrzeugbesatzung selbstverständlich auch sämtliche Probleme melden. Fangen wir aber eigentlich erstmal grundsätzlich an.
Wie ist die EFAP aufgebaut? Am Anfang der Tour, mal unabhängig davon, ob wir einen Zusatzauftrag erfassen oder nicht, am Anfang der Tour hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, das aktuelle Datum auszuwählen, die Fraktion, in der er sich befindet, beispielsweise Restmüll, Bio, Papier oder Leichtverpackung. Ich habe die Möglichkeit, ein Team auszuwählen. Je nachdem, wie Sie Ihre Entsorgung organisiert haben, kann es ja durchaus sein, dass Sie vielleicht gewisse Teams für die verschiedenen Fraktionen haben oder auch für eine Fraktion mehrere Teams, damit der Mitarbeiter sich einfach wiederfindet, können sogenannte Teams berücksichtigt werden bei der EFA-App. Und sofern ich diesen Filter vorgenommen habe von Datum, Fraktionen und Teams, werden mir die entsprechenden Fahraufträge, die für den Tag und für die Auswahl zur Verfügung stehen, angezeigt. Ein grüner Fahrauftrag, so wie es bei uns im Beispiel zu sehen ist, zeigt, dass der Fahrauftrag noch offen ist. Ein gelber Fahrauftrag würde Ihnen zum Beispiel als Disposition auch zeigen, dass der Fahrauftrag abgeschlossen ist. Wenn der Mitarbeiter die richtige Tour ausgewählt hat, kommen solche sogenannte Checklisten vor der Tour. Die Checklisten vor der Tour können komplett auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die können Sie auch selbst im System erfassen, was Sie da wissen müssen. Wir haben jetzt hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. In diesem Fall hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, einen Defekt zum Fahrzeug zu melden. Was auch gute Beispiele für Checkaufträge vor der Tour sind, ist zum Beispiel, ich habe nicht nur mein Fahrzeug geprüft, sondern ich habe auch den Kilometerstand überwacht, damit man vielleicht den Verlauf der Tour vor und nach der Tour die gefahrenen Kilometer auch auszuwerten, erfassen kann. Sofern die Checkaufträge vor der Tour abgeschlossen sind, kann der Mitarbeiter dies bestätigen und muss dann manuell auch nochmal bestätigen, dass er die Abfahrtskontrolle durchgeführt hat, weil das ja in der Entsorgung tatsächlich ein sehr leidiges Thema ist, dass man das machen muss, dass es einfach zu dem Job dazugehört, das Fahrzeug zu prüfen. Und hier sichern Sie sich eigentlich auch ab, dass Sie den Fahrer auch jeden Tag nochmal darauf hingewiesen haben, die Abfahrtskontrolle durchzuführen. Wenn die Meldung mit okay bestätigt wird, fängt eigentlich erst die richtige Arbeit an. Das ist auf der nächsten Folge zu sehen. Und hier haben wir in der EFA-App sogenannte Statusmeldungen erfasst. Auch diese dienen dem kompletten Überblick über die Tour. Das bedeutet, wir haben hier den Status Tour starten. Damit beginnt es eigentlich. Das heißt, der Fahrer ist noch auf dem Betriebshof. Er startet seine Tour und begibt sich in den Bereich des Sammeltour oder Sammelgebiet, wie auch immer Sie das bei Ihnen definiert haben. Aber es ist ja tatsächlich so, dass der Fahrer erstmal ein paar Meter oder Kilometer sogar zurücklegen muss, um am ersten Behälter angekommen zu sein. Und das wäre dann das ganze Thema Sammlung starten. Denn daraus macht man nun mal einen Unterschied. Wenn Sie eine Tour mit 8 Stunden haben, dann ist es im Regelfall nicht 8 Stunden Sammelzeit, sondern die Sammelzeit ist eingeschränkt aufgrund der ganzen Regiewege zum Tourgebiet und natürlich später auch wieder zur Kippstelle oder zum Betriebshof zurück. Das heißt, ich starte die Tour. Nachdem ich die Tour gestartet habe und beim ersten Behälter angekommen bin, habe ich den Status Sammlung starten. Das bedeutet, ich sammle aktiv und fange mit der Leerung an. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie beenden irgendwann die Sammlung, sind voll, beenden auch Ihre Tour und fahren zur Kippstelle. Oder alternativ, das Fahrzeug ist voll, Sie müssen zwischenleeren fahren. Dann haben Sie hier nochmal die Möglichkeit, auch den Status Kippen Beginn und Kippen Ende. Auch hier dann wieder die Controlling-Möglichkeiten, wie oft eine Tour zwischenladen muss, wie lange der Weg vom Tourgebiet zur Kippstelle und der ganze Prozess dahinter eigentlich dauert, das Fahrzeug zu leeren und wieder zum Tourgebiet zurückzufahren. Diese ganzen Möglichkeiten bieten Ihnen diese Statusmeldung. Und am Ende der Tour ist es auf jeden Fall so, dass sie hoffentlich geschafft ist. In dem Fall würde dann die Tour auch beendet werden. Und das bedeutet eigentlich, dass das Fahrzeug vollständig wieder auf Ihrem Betriebshof angekommen ist, sodass Sie wirklich die Möglichkeit haben, sämtliche Daten auszuwerten, zu verwenden, auch um Tourkapazitäten darzustellen oder Vergleiche vorzunehmen zwischen den einzelnen Touren, je nachdem, wie da Ihr Bedarf auch ist. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie eigentlich die Aufträge in der EFA-App dargestellt werden, dann habe ich Ihnen hier mal einen Screenshot mitgebracht mit verschiedenen Farben. Wir haben eben schon das Thema Hauptstraße 1 gesehen mit den Icons. Da sieht man so ein bisschen in einem runden Kreis 3 Ausrufungszeichen und 0
grau gemeintes Plus. Diese Möglichkeit haben Sie komplett individuell Ihre Aufträge zu gestalten. Das heißt, es ist entweder so, dass die Aufträge alle nur weiß sind. Sie haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte besonders wichtige Aufträge farblich markieren, so wie in unserem Beispiel hier der Zusatzauftrag. Sie haben die Möglichkeit, wichtige Informationen zu Straßen oder Rückwärtsfahren den Fahrern mitzugeben, aber auch eine besondere Markierung vorzunehmen und zum Beispiel Aufträge wie neue Behälter sind hinzugekommen oder Behälter wurden aus der Tour abgemeldet, damit der Fahrer tatsächlich auch viel Know-how über die Tour lernt. Also aus meiner eigenen Erfahrung, 9 Jahre, weiß ich tatsächlich, dass viele Mitarbeiter Touren aus dem FF fahren. Die würden jetzt nicht jeden Tag jede einzelne Position in der UEFA-App kontrollieren, um zu gucken, was hat sich geändert. Da helfen gewisse Mittel, die wir ihnen an die Hand geben können, die sie komplett auf ihre individuellen Bedürfnisse anwenden können. Ob gewünscht oder nicht gewünscht, das ist dann entsprechend Ihre Frage. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, es komplett auf Ihre individuellen Vorstellungen auch anzupassen, auch auf die Farben. Ob das jetzt blau, grün, orange, rot ist, das ist, bleibt Ihnen komplett überlassen. Sie sehen auch auf der rechten Seite weitere Leistungsparameter, die wir auch individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen können, weil da auch die Fraktionen sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Es gibt Fraktionen, die eher eine Straßenentsorgung haben. Das heißt, der Behälter steht tatsächlich am Straßenrand und die Jungs fahren einfach durch die Straßen. Es gibt aber auch Fraktionen, in denen vielleicht ein Transportservice vorherrschend ist. Das bedeutet, dass die Behälter vom Standplatz des Kunden geholt und wieder zurückgestellt werden müssen. Es gibt Möglichkeiten, dass zum Beispiel eine Schlüsselannahme vorhanden ist oder ein Schlüsseltresor am Objekt genutzt wird. Oder ob die Behälter im Keller oder im Hinterhof stehen. Diese ganzen Informationen versuchen wir in Form von Icons darzustellen, damit es einfach visuell für den Nutzer schöner ist zu arbeiten, sofort erkenntlich ist, was ist das für eine Leistung, was muss ich hier erbringen und was muss ich eventuell bei der Leistungserbringung auch berücksichtigen. Wenn wir uns jetzt hier mal angucken, wie ein Auftrag aufgebaut ist, Sie haben eben die Auftragsliste gesehen. In der Auftragsliste versuchen wir, die wichtigsten Informationen darzustellen. Das bedeutet zum Beispiel die Objektanschrift, die Anzahl der Behälter, das Volumen der Behälter oder die eben angesprochenen Icons, die auf die Leistung hinweisen. Es gibt aber natürlich auch noch eine Detailebene, die komplett auf Ihre Bedürfnisse gestaltet werden kann, die dann noch weitere Informationen beinhaltet. Das können zum Beispiel Informationen sein zum Kunden oder Informationen zur Entsorgung, sollen Beistellungen mitgenommen werden, auf was muss ich achten, wo stehen vielleicht die Behälter, eine kurze Wegbeschreibung. Auch hier wieder, die erfahrenen Fahrer werden das wissen, wo die Behälter stehen. Es geht eher vielmehr darum, dem Fahrer die Möglichkeit zu geben, nachzuschauen, sofern eine Information mal nicht vorhanden ist. Genau, über die Detailebene haben Sie dann auch die Möglichkeit, eine entsprechende Meldung zu erfassen. Eine Meldung sieht so aus. Sie haben im ersten Step bei der roten Markierung die Möglichkeit zu unterscheiden, ob es eine Meldung zum Standplatz oder zum Behälter geben soll. Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil Meldungen zum Standplatz betreffen in der Regel immer alle am Objekt bestehenden Behälter der Fraktion, die am aktuellen Tag fällig sind, beispielsweise, sondern an einem Tag vielleicht 6 Restmüllbehälter an einem größeren Wohnobjekt geleert werden. Und wenn die gesamte Straße verparkt ist, gilt die Meldung eben für alle 6 Behälter. Wenn es aber eine Behältermeldung ist, wie zum Beispiel ein defekter Behälter, dann wäre es falsch zu sagen, alle 6 Behälter sind betroffen, sondern es kann in diesem Fall sein, dass eben nur einer oder 2 Behälter betroffen sind, sodass hier die Unterscheidung getroffen wird, ist es eine Standplatzmeldung für alle Behälter oder ist es eine Behältermeldung, wo ein oder mehrere Behälter des Standortes betroffen sind. Entsprechend der Auswahl, ob es eine Standplatzmeldung oder eine Behältermeldung ist, ist dann im Bereich Grund, das ist der, ja, orange soll das glaube ich sein, gelb-orange, ist dann die Möglichkeit, den entsprechenden Grund auszuwählen. Auch hier wieder komplett individuell für Ihre Bedürfnisse. Wir haben Kunden, die ganz unterschiedliche Meldungen haben möchten von den Gewerblichen. Das heißt, sie definieren das komplett in ihrem System selbst
und entsprechend der Auswahl ist es dann auch in der EFA-App verfügbar. Der blaue Bereich entspricht, ob ein Behälter geleert worden ist oder nicht. Nicht jede Meldung bedingt, dass der Behälter nicht geleert wurde, sondern wie zum Beispiel bei einem Defekt eines Behälters kann es durchaus auch passieren, dass der Behälter geleert wurde, aber trotzdem die Meldung zum Austausch eines Behälters erfasst werden soll. Im grünen Bereich ist es ein klassisches Fotosymbol, das heißt, der Fahrer oder der Auflader kann auch zu einer Meldung entsprechend noch ein Foto aufnehmen und dann, sobald alle Informationen vorhanden sind, wird die Meldung gespeichert mit dem grauen Button, der dann grün wird, sobald alle Informationen da sind. Ich habe Ihnen hier auch mal mitgebracht, wie das für den Fahrer aussieht, das Ganze. Wir hatten eben in der Folie davor gesehen, dass normale Aufträge eben eine Farbe umfassen, sei es ein weißer Auftrag oder ein roter Auftrag, wenn es ein Zusatzauftrag ist. Hier habe ich Ihnen jetzt mal das Beispiel mitgenommen, wie das Ganze aussieht, wenn zu einem Auftrag eine Meldung erfasst worden ist. Und zwar grundsätzlich wird der Hintergrund grün. Grün heißt nicht, dass es geleert ist, sondern einfach nur, dass eine Meldung erfolgreich gespeichert wurde. Das rote X gibt dann an, dass der Behälter tatsächlich nicht geleert wurde, während der grüne Haken sagt, es ist eine Meldung erfasst, aber der Behälter ist trotzdem geleert. So hat der gewerbliche Mitarbeiter auch immer noch die Chance, sich selbst zu überprüfen, habe ich die Meldung richtig erfasst, muss ich sie vielleicht nochmal nachträglich bearbeiten, sodass der Leerungsstatus im System tatsächlich auch sauber ankommt und korrekt erfasst worden ist. Beispiele sind klassisch versperrter Standplatz, nicht bereitgestellte Behälter, fehlbefüllte Behälter können zum Beispiel eine Nichtleerung darstellen, während eine Leerung zum Beispiel sein kann, ein defekter Behälter oder einfach Beistellung mitgenommen oder ein übervoller Behälter, wie man es klassisch aus der Entsorgung einfach auch kennt. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, hatte ich vorhin schon gesagt, dass die Navigation auch genutzt werden kann. Hier gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, sich durch die gesamte Tour navigieren zu lassen. Das heißt, gleich nach dem Start sagen, ich möchte bitte durch die ganze Tour navigiert werden. Dann geht er nach der Auftragsliste, die im ERP-System ACS Neo auch vordefiniert wird, durch die Disponenten und wird einfach den ganz normalen Weg der Navigation über die einzelnen Aufträge starten. Die zweite Möglichkeit ist bis zu einem besonderen Auftrag hin. Das bedeutet, von der aktuellen Position habe ich beispielsweise einen Zusatzauftrag. Ich weiß nicht genau, wo das Objekt ist und habe dann die Möglichkeit zu sagen, zu diesem einen Objekt lasse ich mich navigieren. Und ganz klassisch nach der Pause oder nach dem Zwischenkippen oder, da war eine Baustelle, irgendwas, weswegen die Navigation unterbrochen werden muss, besteht natürlich auch die Möglichkeit, ab einem Auftrag bis zum Ende der Tour sich navigieren zu lassen, was eben beispielsweise nach der Pause ein klassisches Beispiel dafür wäre. Auch über die Navigation können natürlich sämtliche Funktionen genutzt werden, die Sie auch in der Auftragsliste verwenden. Das bedeutet beispielsweise eine Meldung zu erfassen oder Details zu einem Auftrag öffnen, sodass man dann vielleicht nochmal nachgucken kann, wie war da genau die Leistung, was muss ich hier berücksichtigen oder eben ein Problem zu melden. Die Farbe der Pins kann auch komplett auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden und entspricht der Farbe aus der Auftragsliste. Das heißt, auch hier soll die Möglichkeit bestehen, dass der Mitarbeiter direkt wichtige Informationen anhand der roten Farbe erkennt oder besonders kritische Straßen, Rückwärtsstraßen, Baustellenmeldungen und sonstige durch die Farberkennung auch immer mit seiner eigenen Auftragsliste identisch hat. Sie sehen hier auch einmal Kartenmaterial ohne eine Navigation. Das ist die linke Abbildung. Das heißt, der Mitarbeiter hat auch die Möglichkeit zu scrollen und die Karte weiter zu öffnen oder näher ran zu zoomen. Und die zweite Abbildung zeigt dann eben auch die Beschreibung der Navigation, die auch die Möglichkeit beinhaltet, das Vorgehen nachzulesen. Also man muss nicht unbedingt die Audioausgabe nutzen, die kann man auch ausstellen. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, klassisch wie in der Navigation auch mitzulesen, wo die Reise hingeht. Wenn am Ende dann der Tag vorbei ist, alle Aufträge sind erfasst, alle sind glücklich,
Dann gibt es auch solche sogenannte Checklisten nach der Tour. Das ist ähnlich wie die Checklisten vor der Tour, die Sie bei Belieben ergänzen können. Auch hier ist wieder zum Beispiel das Thema Fahrzeug prüfen. Wir kennen es ja alle. Wenn es Probleme mit dem Auto gibt, will ich das lieber nachmittags wissen, um noch reagieren zu können, als am nächsten Morgen, sodass hier auch die gewerblichen Mitarbeiter die Möglichkeit haben, einen Fahrzeugdefekt, den sie nach der Tour festgestellt haben, direkt zu melden. Oder eben auch wieder das Beispiel Kilometerabfrage nach der Tour, sodass auch im System dann die gefahrenen Kilometer für diese Tour errechnet werden können. Die Checklisten können Sie komplett selbst definieren. Ich habe Ihnen hier jetzt auch ein Beispiel mal mitgebracht. Ich erzähle ja immer ganz viel, dass man Meldungen kann und Probleme und Defekte am Fahrzeug darstellen kann. Das würde entsprechend hier aussehen. Das heißt, der Mitarbeiter hat in jeder Ebene der App, sei es vor der Tour, nach der Tour oder während der gesamten Tour, die Möglichkeit, eine sonstige Meldung zu erfassen. Das heißt, nicht eine Meldung, die speziell auf einen Auftrag gebucht wird, sondern die einfach komplett zur Tour gilt, sei es Probleme mit dem Fahrzeug, sei es, es gab ein Personal oder ein Problem oder eine lange Standzeit durch einen Polizeieinsatz oder eine Unfallstelle oder. Es gibt immer mal Themen, bei denen es einfach zu einer zeitlichen Verzögerung kommt. Auch diese Informationen sind wichtig, insbesondere dann, wenn man sich im Nachgang vielleicht über ein Controlling die Tourdaten anguckt, dann ist es einfach auch relevant zu wissen, dass an dem Tag vielleicht nicht ganz die hundertprozentige Zeit gefahren wurde, weil da irgendein Polizeieinsatz war. Hier in dem Fall melden wir jetzt aber ein Problem zu unserem Kfz. Das heißt, der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, einen Grund auszuwählen. Hier sehen Sie die Anzahl der Gründe, die Sie auch komplett selbst gestalten können. Das heißt, Sie geben vor, welche Gründe kann der Fahrer melden und welche nicht. Denn dazu hat der Fahrer auch die Möglichkeit, den Defekt näher zu beschreiben mit einem Textfeld und auch wieder die Möglichkeit, ein Foto zu erstellen. Aber schön und gut, wo werden die Aufträge aus der EFA-App denn überhaupt digital verarbeitet? Das ist die große Frage. Die Antwort ist einfach in unserem ERP-System ACS Neo. Das ist unser Herzstück und bleibt auch unser Herzstück, insbesondere für die Mitarbeiter im Office. Läuft alle Bearbeitung komplett über dieses System, unabhängig davon, welches Produkt noch zusätzlich angedockt wurde. Der Import der Meldungen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wie läuft das? Im Regelfall empfehlen wir immer, den Import automatisch durchzuführen, dass kein Mitarbeiter im Office alle halbe Stunde klicken muss, sondern tatsächlich einen vollautomatisierten Import im Polling-Modus. Das bedeutet, man kann die Sekunden hinterlegen, in denen einfach abgefragt wird, ob eine Meldung von den Kollegen draußen vor Ort erfasst worden ist, sodass dann die Mitarbeiter im Office direkt die Informationen bekommen. Wir haben jetzt viel über Meldegründe gesprochen. Das sind einmal die Kfz-Meldegründe, aber natürlich auch die Meldegründe bei einem Auftrag zum Behälter oder zum Standplatz. Diese können Sie nicht nur komplett individuell gestalten, sondern Sie können auch pro Meldegrund definieren, ob ein Folgeprozess dahinter erforderlich ist. Und sofern ein Folgeprozess erforderlich ist, können Sie definieren, welche Mitarbeiter für die Bearbeitung zuständig sind. Damit nicht immer alles über eine Person geht, sondern tatsächlich zum Beispiel ein defektes Fahrzeug nicht von dem Mitarbeiter gemacht werden muss, der sich eigentlich um defekte Behälter kümmert oder Probleme mit Beistellungen und Überfüllungen, wo der Rhythmus nicht reicht, vielleicht direkt an den Kundenbetreuer oder an das Kundenservice. Die Bemerkung zum Vorgang, also die ganze Geschichte, wie Sie Ihren Vorgang gestalten, das können Sie komplett auch vornehmen. Das bedeutet, was genau steht im Vorgang? Welche Referenzen? Gibt es eine Referenz zum Fahrzeug? Gibt es eine Referenz zum Kunden? Gibt es eine Referenz zum Behälter oder zum Objekt? Können Sie komplett individuell gestalten. Ja, klassische Beispiele hatte ich eben schon genannt. Das ist einmal das Thema defekte Behälter. Soll zum Beispiel einen Vorgang auslösen, weil der Behälter muss getauscht werden. Während zum Beispiel eine Meldung zu einem fehlbefüllten Behälter nicht aktiv vielleicht einen Folgeprozess auslöst, sondern eher, falls der Kunde sich meldet wegen einer Nichtleerung, dass der Sachbearbeiter im Office weiß, warum wurde der Behälter nicht geleert, dann geht die Information natürlich nicht verloren, aber es ist nicht die Notwendigkeit da, jede einzelne Meldung tatsächlich manuell zu bearbeiten, sondern es gibt da gewisse Automatismen, die Sie in Ihren Prozessen festlegen können.
Das ursprüngliche Thema war jedoch Webportal. Frau Schmidt-Rusnak hat eine Reklamation über einen nicht geleerten Behälter gemeldet. Wir haben über unser ERP-System einen Zusatzauftrag angelegt. Wir haben das über unsere EFA-App an die gewerblichen Mitarbeiter übermittelt und über die EFA-App auch zurückgemeldet, dass der Zusatzauftrag erledigt ist. Das heißt, wir kommen wieder zu unserem großen Prozess und kehren zurück in unser Office. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt just in time, wenn die gewerblichen Kollegen den Auftrag bestätigt haben, eine Rückmeldung im Vorgang und sehen hier im Beispiel rot markiert, dass die Meldung über die EFA-App erfasst wurde. Man sieht das Datum, man sieht die Uhrzeit und man sieht die Information zur Leerung. In dem Fall ist gleich 1. Hier kann natürlich auch die Option bestehen, dass es ist gleich 0 ist, weil der Behälter vielleicht nicht bereitstand oder versperrt oder eine Baustelle vor Ort war. In dem Fall gibt es natürlich auch Möglichkeiten, direkt Folgeprozesse zu starten, indem ich den Kunden kontaktiere oder einen neuen Zusatzauftrag plane oder eine Abrechnung beginne. Das Ganze startet und endet eigentlich immer bei uns in der sogenannten Vorgangsverwaltung. Ich habe Ihnen hier auch nochmal ein zweites Beispiel mitgebracht. Haben wir eine Rückmeldung zu einem defekten LKW erfasst. Das heißt, auch hier wird automatisch natürlich ein Vorgang erstellt zur Bearbeitung. Der Fuhrparkmanager hat die Möglichkeit, über den Schaden direkt zu erkennen, ist es ein Schaden, der in der eigenen Werkstatt zum Beispiel behoben werden kann, oder ist es ein Werkstatt oder ist es eine Reparatur, die bei einer anderen Werkstatt erforderlich ist. Das ist obliegt ja nicht jeder Firma, eine eigene Werkstatt zu haben, aber in diesem Fall ist es eben so, dass hier der Schaden, in dem Fall ein Trittbrett, von der eigenen Werkstatt repariert werden kann. Das heißt, der Fuhrparkmanager kann direkt den Standort der eigenen Werkstatt zuordnen, kann den auch planen, ab welchem Zeitpunkt das Auto in die Werkstatt geht und auch zu welchem Bearbeiter, sodass die interne Werkstatt für die Instandsetzung auch, ja, ich sag mal, über die Instandsetzung informiert wird. Und das Ganze, wie wird das Ganze digital verarbeitet? Das Ganze digital wird in unserem Werkstattportal bearbeitet. Das Werkstattportal ist eine interne Lösung für die Abbildung und Bearbeitung von Fahrzeugvorgängen. Es ist ein Kommunikationswerkzeug. Das heißt, die Kollegen aus dem Office können mit dem Werkstattportal an die gewerblichen Mitarbeiter in der Schlosserei kommunizieren. Die Mitarbeiter, die für die Instandsetzung der Fahrzeuge verantwortlich sind, können sehen, was ist mit dem Fahrzeug vorhanden, was ist das Problem. Sie können das entsprechend beheben und sie können auch die Rückmeldung entsprechend sofort ans Office geben, wenn ein Fahrzeug oder ein Instandsetzung erfolgt ist, sodass das Fahrzeug direkt wieder eingesetzt werden kann. Das heißt, es ist eine hohe Transparenz und ein sehr schneller Prozess, der mit dem Werkstattportal einhergeht. Wir haben es Ihnen hier auch mal mitgebracht. Hier sehen Sie jetzt am Beispiel eines großen Entsorgers, der eine eigene Werkstatt auch hat, die offenen Vorgänge. Das bedeutet eigentlich, dass es genau das ist, was der Mitarbeiter aus dem Office sieht, nur eben für die Fahrzeuge, die aktiv nur in der eigenen Werkstatt repariert werden. Der Mitarbeiter hat hier die Möglichkeit, einen Vorgang zu öffnen, kann Aufgaben abschließen oder ergänzen, wenn jetzt zum Beispiel auch festgestellt wird bei der Reparatur, dass noch weitere Schäden vorhanden sind. Dann gibt es die Möglichkeit, das zu dokumentieren, sei es mit der neuen Aufgabe oder mit einem Foto. Und gleichzeitig besteht natürlich die Möglichkeit, das Ganze auch abzuschließen, sodass es automatisch just in time wieder an das Office zurückgemeldet wird. Das heißt, auch hier wieder, wo werden die Rückmeldungen aus dem Werkstattportal verarbeitet? Wir sind wieder im Bereich unserer ERP-Software ACS Neo, wieder in unserem Herzstück unterwegs. Der Mitarbeiter im Office erkennt die Rückmeldung sofort im Vorgang und kann dann natürlich auch wieder Folgeprozesse starten, wie zum Beispiel die Ersatzteillieferung veranlassen oder einen neuen Werkstattaufenthalt planen, wenn jetzt weitere Schäden festgestellt worden sind, die nicht in der eigenen Werkstatt vollzogen werden können. Muss das ja oft auch nochmal überführt werden an andere Werkstätten. Oder eben, wenn das alles erledigt ist und alles toll, dann kann der Vorgang abgeschlossen werden und das Fahrzeug wieder in Einsatz gehen. Das ist eigentlich das ganze Große zum Thema mobile Auftragsbearbeitung und digitale Prozesse.
Alles dreht sich um die Software ACS Neo. Mit der ACS Neo können weitere Produkte digitalisiert werden, indem zum Beispiel das Webportal genutzt wird, die EFA-App oder das Werkstattportal. Aber sämtliche Prozesse funktionieren mit der Vorgangsverwaltung auch manuell. Das heißt, es ist nicht unbedingt erforderlich, immer just in time den Auftrag tatsächlich im Webportal anzulegen. Es geht auch manuell. Auch dann können Sie die EFA-App nutzen und das Werkstattportal. Die bedingen sich einander nicht, aber alles bedingt die ACS Neo. Und wie es so schön ist, das Vorgehen zur Digitalisierung, wir kennen das wahrscheinlich alle. Ich will es immer nicht so sagen, aber es bleibt der Satz, ein Scheißprozess bleibt auch mit der Digitalisierung ein Scheißprozess, wenn man ihn nicht ändert. Das heißt, es ist wichtig, seine Prozesse zu kennen. Es ist wichtig, wo will man hin. Es ist wichtig, auch zu realisieren, dass Dinge verändert werden müssen, um auch die Digitalisierung voranzutreiben. Mit dem Unternehmen der PIA GmbH haben wir ein Joint Venture mit der Wehrhausen AG und der Qsoft GmbH gegründet, um genau das Thema anzugehen. Wir unterstützen auch unsere Kunden dabei, die Prozesse aufzunehmen, den Veränderungsbedarf zu ermitteln. Wir bauen mit Ihnen das Prozesshaus aus. Also auch da gibt es aus unserer Sicht Möglichkeiten, Sie zu unterstützen, um Sie von Ihrem heutigen Stand zu einem künftigen Stand heranzuführen, wie man damit umgeht, welche Dinge man fokussiert und welche für Sie, für Ihre Bedürfnisse relevanten Produkte erforderlich sind. Dabei unterstützt Sie Qsoft GmbH und die PIA GmbH. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Ich hoffe, dass ich ein paar interessante Impulse geben konnte und würde mich sehr freuen, wenn vielleicht noch Fragen kommen oder ja, ein Feedback. Frau Schmidt-Rusnak, besten Dank. Da schalte ich mich wieder dazu. Erstmal, na, also jetzt zu schnell zu sein, also das ist wirklich hier die Todsünde bei uns. Ja, ich weiß. Nein, super. Danke Ihnen für diesen informativen Vortrag. Ich finde es ja wirklich spannend, was da mittlerweile alles möglich ist, wie so etwas funktionieren kann und wie das dann auch im Detail aussieht. Danke da für diese Einblicke. Genau, Sie als Teilnehmer können jetzt als allererstes, wenn Sie noch Fragen haben, diese direkt an uns schicken, indem Sie hier wahrscheinlich rechts oben, je nachdem, wo ich gerade bei Ihnen auf dem Bildschirm bin, auf die kleine Sprechblase mit dem Fragezeichen klicken und dort eine Frage eingeben oder alternativ Ihre Hand heben und dann können Sie sich sogar selbst per Audio zuschalten. Auch das ist möglich und dann Ihre Frage direkt stellen. Ansonsten, was mich mal noch interessieren würde, ich habe ja natürlich ein bisschen gelauscht, können Sie vielleicht als erstes noch mal ein bisschen erzählen, jetzt ist es ja schon eine relativ ausgereifte Software, was ich soweit gesehen habe und wird ja auch schon von vielen von Ihren Kunden so genutzt. Aber wo geht es denn da in der Zukunft noch hin? Was sind denn da die nächsten Schritte? Was können wir da noch erwarten? Gerade jetzt, wenn wir drüber nachdenken, Internet of Things, heißt die einzelnen Tonnen, die einzelnen Dinge werden noch digitaler. Was passiert da bei Ihnen vielleicht noch in den nächsten Jahren? Also ganz interessant ist auf jeden Fall, dass es Veränderungen auch geben wird gesetzlicher Natur. Ab kommenden Jahr sind die Kommunen zum Beispiel verpflichtet, ihre Angebote oder ihre Produkte online auch darzustellen. Das heißt, sie müssen ein sogenanntes Webportal oder in welcher Form auch immer man das anbietet, für die Bürger initiieren, wo der Bürger alle Produkte bestellen kann. Das genau spielt eigentlich auf unser Webportal auch eine oder zielt auch darauf an. Das heißt, das kann auch weiterentwickelt werden. Das ganze Thema EFA-App, da gibt es so viele Möglichkeiten vom Live-Tracking, Containerdienst, Sperrmüll. Es gibt so viele Dinge, die auch da verändert und erweitert werden können. Aber es kommt eben auch immer auf den Bedarf am Markt an, wie der sich so entwickelt. Insbesondere durch gesetzliche Veränderungen. Natürlich, natürlich. Was sehen Sie da? Was wird da als erstes kommen? Was wird da am wichtigsten sein? Beziehungsweise, wenn Sie mir da Ihre Marktforschungsgeheimnisse verraten können,
Ja, das kann man gar nicht, also so einfach kann man es nicht beurteilen, weil tatsächlich jedes Unternehmen einfach einen anderen Fokus hat. Also kommunale Unternehmen haben zum Beispiel ein ganz anderes, sind ganz anderer oder müssen ganz anderen Gesetzen folgen als zum Beispiel gewerbliche Unternehmen, die wieder einen anderen Fokus haben, eher im Ad-hoc-Geschäft sofort dem Kunden eine Möglichkeit bieten, während bei kommunalen Unternehmen das Thema Sperrmüll sicherlich fokussiert wird, das Thema Abfallentsorgung zyklisch, Webportale, das ist alles, das kann man so nicht über einen Kamm scheren, sondern es ist tatsächlich sehr individuell auf die jeweilige Branche und auf das jeweilige Unternehmen auch zugespitzt. Ich glaube, im Großen und Ganzen das Thema Digitalisierung, da kann man heutzutage nichts falsch machen. Viele Prozesse können vereinfacht werden durch das Thema. Einfach auch die Kundenzufriedenheit, der Bedarf am Markt wird immer höher, dass auch die Bürger sofort eine Rückmeldung bekommen, dass man nicht so lange Wartezeiten hat. Das Ganze ist einfach ein Thema, dass manuelle Prozesse einfach weniger werden, um die Mitarbeiter im Office auch, ich sag mal, sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu können. Das ist alles im Großen und Ganzen zum Thema Digitalisierung all in. Definitiv. Können Sie, hier kommt nämlich gerade eine Frage rein, wie da so der Ablauf ist. Sie haben es ja am Ende ganz kurz auch schon noch angesprochen, dass Sie gerade bei der Implementierung eben auch sehr, sehr viel weiterhelfen, da sehr mit am Mann sind, weil es da dran eben oft scheitert. Können Sie da ein bisschen drauf eingehen, was wären da so die ersten Schritte, wenn ich jetzt mit meinem Entsorgungsunternehmen zu Ihnen komme und gerne mal eine digitale Lösung hätte, damit die Leute nicht mehr hier mit ihren Blöcken und allem herumlaufen, sondern endlich alles über Tablets oder Smartphones machen können? Ja, also mit Hilfe der PIA GmbH ist es so, dass wir erstmal einen Workshop anbieten. Der ist in der Regel 1 bis 3 Tage, wo überhaupt erstmal mit dem Kunden gesprochen wird. Was will der Kunde? Wie ist im Moment die Infrastruktur? Was wird im Moment schon digital abgefertigt? Welche Systeme sind im Einsatz? Gibt es schon ein ERP-System? Gibt es schon eine Tourenplanung? Befinden wir uns noch in irgendeiner Ausschreibungsphase? Wo befinden wir uns mit dem Kunden? Das Gleiche natürlich, wo will der Kunde hin? Was ist die Reise? Was ist das Ziel? Und je nachdem, wie eben dieser Workshop auch erfolgt und wie die Ziele sind, gibt es dann Möglichkeiten, das Ganze weiterzuführen. Man hat die Möglichkeit, in einem weiteren Workshop eine Art Umsetzungskonzept mit uns zu gestalten, dass wir vorschlagen, wie kann man das Ganze implementieren, was sollte verwendet werden, welche Möglichkeiten gibt es am Markt, sei es unsere eigene Software, wir beraten mit der PIA GmbH, aber auch für andere Software, weil es eben da um den Kunden geht, was ist für den Kunden das Beste. Und dann gibt es ein drittes Paket, das ist dann der ganze Full-Service, nenne ich es jetzt mal, All-In-Paket. Da begleiten wir den Kunden mit der PIA GmbH vom ersten Augenblick bis zur Angebotsphase, bis zur Ausschreibung von irgendwelchen Systemen, bis zur Implementierung, bis zur Umsetzung im Unternehmen, tatsächlich All-In, alles drin. Es ist ein bisschen die Frage, was will man eigentlich, was wird gefordert? Und über die PIA GmbH haben wir auch Möglichkeiten, da viel auch zu helfen. Super, Dankeschön. Dann würde ich mich damit auch zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke an alle Teilnehmer, die hier zugeschaut haben. Wenn Sie natürlich noch mehr Infos haben wollen, kann ich nur empfehlen, einmal am Stand von Qsoft vorbeizuschauen. Dort finden Sie einerseits weiterführende Videos, Links, aber natürlich auch die Möglichkeit, direkt in Kontakt zu treten mit der Frau Schmidt-Rusnak und ihren Kollegen. Nutzen Sie das. Ich freue mich schon drauf. Und Frau Schmidt-Rusnak, haben Sie noch ein paar letzte Worte für die Teilnehmer? Anfang ist das Ziel. Ganz ehrlich, Anfang. Man muss einfach irgendwo anfangen. Ich glaube, es ist eine große Hürde, es ist auch anspruchsvoll, es ist auch viel Arbeit, aber einfach anfangen und mutig sein. Danke dafür. Und mit diesen Worten noch einen schönen Tag an alle. Ciao und bis zum nächsten Vortrag. Wir starten gleich wieder um 14:30 Uhr. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.